Es wird Zeit, wieder einmal eine Geschichte vom Reisen zu erzählen. Diese handelt von einer Mutter, nämlich Moni, und einem Sohn, nämlich Chris, die sich bereits ein halbes Jahr nicht gesehen haben, weil der Sohn im TV-Team eines großen Kreuzfahrtschiffes arbeitet. So hat Moni dann spontan ganz normal für die kommende Woche eine Kreuzfahrt auf der Strecke gebucht, die Chris dann befährt, um ihn zu überraschen. Nach Test und Ausdruck von zig Formularen geht es dann am Samstagmorgen mit der Bahn in Richtung Kiel. Abfahrtsort für den Wochentrip in Richtung Norwegen. Ach du meine Güte, sag bloß, das ist die da hinten. Eieieiei. Ist die riesig. Norwegen war für Moni nichts Neues, denn sie war ja schon zweimal dort mit dem Wohnmobil. Das Thema Kreuzfahrt aber hat sie interessiert, schon alleine wegen der Dimension eines solchen Kreuzfahrtschiffes, das sie nur vom Hörensagen kennt. Fast ohne Verspätung in Kiel angekommen, näherte sie sich im Taxi neugierig dem Hafen und ist erstaunt. Kiellöffel! Die Größe eines solchen Kreuzfahrtschiffes ist schier beeindruckend. Aber erklärt auch, warum man bei Check-in 2 Stunden in einer Schlange warten muss. Die erhaltene Außenkabine entschädigt dann aber. Jetzt bin ich gerade in meiner Kabine angekommen. Ich wollte euch das mal zeigen hier. Und mit einem kleinen Balkon, was natürlich auch süß ist. Und Kiel grüßt von unten freundlich. Der Koffer ist verstaut. Und nun geht es auf den ersten Rundgang. Die schwimmende Kleinstadt hat Platz für über 5000 Passagiere, 16 Restaurants und unzählige Bars, ein Fitnesscenter, einen Wellnessbereich von über 3000 Quadratmetern und 3 Wasserrutschen. Natürlich gibt es jede Menge Entertainment. Eine tägliche Show und verschiedene Quizformate, bei denen man sogar etwas gewinnen kann. Diese Shows werden vom TV-Team dann live in die Kabinen übertragen und stehen dann später on demand zur Verfügung. Chris hat hier gut zu tun. 10-Stunden-Tage sind keine Seltenheit. Nach der überraschenden Begrüßung mit einem gemeinsamen Schluck ging es für ihn gleich wieder ans Werk. Dann ist der Tag auch schon zu Ende. Die erste Nacht auf See bricht an. Tief erholt, weil gut geschlafen, geht Moni erst einmal frühstücken. Ins French Kiss, einem der Bistros, das umwerfende Croissants anbietet. Die erste Station für einen Landgang ist Haugesund. Auf einem Hügel an einer Meeresenge gelegen, so sagt der Name auch bereits, liegt die kleine Stadt mit ihren knapp 40.000 Einwohnern. Da wirkt unser Schiff schon fast überdimensioniert. Es geht auch schon weiter, zur zweiten Nacht auf See, nach Alesund. Direkt gesprochen, Alesund. Und jetzt kommt der Lektor ins Spiel.
Die Bezeichnung kommt von legere, lesen im Lateinischen. Der Herr präsentiert großflächig, was die Passagiere am nächsten Tag in Ålesund erwartet. Der nördlichste Punkt dieser Reise ist ein touristischer Hotspot. Nach vorne liegen die Inseln, nach hinten die hohen, schneebedeckten Berge. Die Geschichte ist interessant. Bei dem Stadtbrand von Ålesund wurde in der Nacht zum 23. Januar 1904 fast die komplette Innenstadt zerstört. Ausgelöst durch eine umgekippte Petroleumlampe in einer Margarinefabrik brannte das Feuer über 16 Stunden lang. Rund 850 Häuser, alle nahezu komplett in Holzbauweise errichtet, wurden vollständig zerstört und über 10.000 Einwohner wurden obdachlos. Kaiser Wilhelm II., ein großer Norwegen-Verehrer, der überall in Norwegen Spuren hinterlassen hat, ordnete die sofortige Hilfsleistung von Lebensmitteln, Medikamenten und Baumaterialien an. Die Stadt wurde unter anderem mit Hilfe vom Deutschen Kaiserreich wieder aufgebaut. Durch den Wiederaufbau ist Ålesund berühmt für die vollständig im Jugendstil errichtete Innenstadt. Nach einem Erlass durften neue Häuser nur noch aus Stein gebaut werden und innerhalb von nur 7 Jahren war der größte Teil von Ålesund neu errichtet. Aus Dankbarkeit für die schnelle Hilfe ist eine der Hauptstraßen nach Kaiser Wilhelm benannt und es wurde ein Kaiser Wilhelm II. Denkmal errichtet. So, jetzt sitze ich hier und warte auf den Chrissy. Wir gehen gleich in Ålesund spazieren. Los geht es also. Eine der wenigen Gelegenheiten für Mutter und Sohn, ein paar gemeinsame Stunden zu verbringen. Das Wetter könnte besser mitspielen, aber sie lassen sich die Laune und die Freude nicht verderben. Der kleine Hunger meldet sich und sie finden ein uriges Lokal, das speziell Fisch anbietet. Es gibt eine köstliche Fischsuppe und ein Krabbenschnittchen mit Kaviar. Es geht aufs Schiff zurück. Gelegenheit, mal eine Show zu zeigen, die Moni gut gefallen hat.
Über Nacht geht es in den nächsten Hafen. Nordfjordeid. Ein an sich unspektakulärer Ort mit knapp über 3000 Einwohnern, am äußersten Ende des Eidfjords gelegen. Der Hafen ist ein Holzumschlagplatz und ansonsten so richtig gemütlich. Hier bleiben die meisten Passagiere an Bord und überlegen wahrscheinlich, ob es hier an Bord oder an Land mehr lebende Menschen gibt. Auf jeden Fall eine tolle Kulisse, um es sich mal wieder so richtig gut gehen zu lassen. Um 18 Uhr geht es weiter zur letzten Station in Norwegen, nach Stavanger. Nächsten Mittag planmäßiges Anlegen in Stavanger. Die viertgrößte Stadt des Landes lockt mit schönem Wetter. Zeit für einen Spaziergang durch das alte Viertel mit seinen weißen Holzhäusern. Egal, wo man im Hafen steht, das Kreuzfahrtschiff überragt alle und alles. Um 20 Uhr, ziemlich pünktlich, geht es zurück in Richtung Kiel. Die beiden nächsten Nächte und der nächste Tag auf See. Um 8 Uhr wird dann in Kiel ausgeschifft und ein Resümee wird gegeben.